Hallo zusammen und willkommen zurück im Abadid-Sultanat. Ich habe in der letzten Folge euch noch gar nicht die neuesten News von Crusader Kings erzählt. Dieser komplette Bildschirm wird überarbeitet. Wie nice ist das denn? Die ganzen Trades und sowas gibt es ja mittlerweile so viele, deswegen soll das Ding größer werden und aufgeräumter. Ich will nur noch hoffen, dass sie jetzt noch einen Reiter bei den Titeln anbringen werden, weil ihr seht, wir haben nur Spanien und das Ding ist voll. Unsere Titel. Ne, da sollte noch was kommen. Das wäre schon echt nice. So. Ja, mittlerweile drei Einkerkerungsmöglichkeiten. Aber sind nicht alle wirklich mächtig? Ey, hier ist mächtig. Rashid. Das Emirat von Leon hat er. Samora und Salamanca. Ja, das sollte ihm ja ruhig zustehen. Allerdings gefällt mir das nicht. Ein Schwachkopf ist der okay. Wer wird denn sein Nachfolger? Der kann uns nicht leiden. Achso, sein Lehnsherr kann er nicht leiden. Und wir haben Emir Rashids Meinung über Bilal. Mein Kind? Wieso mein Kind? Achso. Ach, der ist erst eins. Das habe ich nicht gesehen. Okay, er hat schon mit 18 ist er schon Vater. Naja, warum auch nicht? Dann können wir noch das Emirat von Cordoba halt gründen. Bringt uns halt nicht viel, ne? Außer, dass wir vielleicht ein bisschen das Vasallenlimit runterschrauben. Und Raff von La Mancha. Erbe ist. Auch jemand aus der Familie. Trägerdomäne ist. Abdallah der Dritte. Ja. Der hat halt drei Emiratstitel und das geht gar nicht. Deswegen übernehmen wir den jetzt auch. So. Und wir werden dich damit belohnen. Ist. Na, Cordoba war es. Emirat von Cordoba. Senden. So, jetzt kann er uns wieder sehr gut leiden. Konnte er vorher auch schon. Und es passt ein bisschen besser. Und der eine mit seinen drei Herzogstiteln oder. In diesem Fall ist es ja keine Herzog, sondern Emir-Titel. Das geht gar nicht. So, nach diesem erfolgreichen Kreuzzug, Kreuzzug war es ja nicht, aber wir haben diese Handelsrepublik hier gegründet. Da wollen wir uns auch mal selber belohnen. Und wir werden uns einen Schmied suchen und eine Rüstung machen lassen. Das ist doch eine gute Idee. Das Geld muss weg. Eine Stadt gründen wir ja auch gerade. Vielleicht sollten wir noch einen Baumeister. Ne, den können wir ja nicht hinschicken. Könnt ja nicht uns. Es kommt euch zu Ohren, dass man Vanako bringen will. Oh nein, unseren Sohn, der im Knast sitzt. Tja, von mir aus.
Kann ruhig passieren. Oh, wir haben noch Schiffe hier stehen. Die müssen natürlich weg. Und wir können natürlich jetzt auch nach Hause zurückkehren. Und euch hier auch absetzen. Und die Truppen schicken wir nach Sevilla. So. Jetzt muss nur noch der Schmied ankommen. Und dann belohnen wir uns mit einer neuen Rüstung. Die Bevölkerung von Valladolid ist mehrheitlich zum sunnitischen Glauben konvertiert. Ja, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Ja, es wird langsam. Es wird langsam. Und da sind sie momentan. Ja, alles gut. Mein Marschall Galusa Chesadit hat mir von einem bemerkenswerten Rüstungsschmied erzählt, der in Malaga lebt. Er schlug vor, dass ich diesen Mann an meinen Hofe einlade, um seine Arbeit selbst zu sehen. Wenn er es schafft, mich zu beeindrucken, könnte ich Gegenstände nach meinen eigenen Wünschen bestellen. Eine vorzügliche Idee, Marschall. Einst hat mir Marschall Galusa versichert, dass die Handwerkskunst von Rüstungsschmieden keinen Wunsch offen ließ, also lud ich ihn in den Thronsaal ein. Er stellte sich selbst als Meister Abdulrahman vor und zeigt auf seine zahlreichen Assistenten, die alle Beispiele seiner Arbeit trugen. Hat mein Batscha etwas Bestimmtes im Sinn? Ich benötige Schutz, baut mir eine starke und robuste Rüstung. Eine Rüstung, ich verstehe. Eine ausgezeichnete Wahl, mein Batscha, sagt Meister Abdulrahman und ruft den Gehilfen herbei, der mehrere Satzrüstungen Exemplare in den Armen hält. Ich habe hier einige Beispiele. Man muss entscheiden, was man braucht und welchen Preis man zu zahlen bereit ist. Aber alle Exemplare würden eurer Hoheit gute Dienste erweisen. Ja, nur das Allerbeste kostet uns 2000 Gold, die haben wir nicht. Ich glaube, das ist eh immer ans Geld gekoppelt. Hier, ich brauche keinen Vierlefanz. Fertigt mir etwas Wirkungsvolles an. Für 500 Gold. Machen wir doch glatt. Als ich heute Nachmittag zur Schmiede von Meister Abdulrahman ging, um den Fortschritt meiner Bestellung zu sehen, sah ich, dass mein Sohn Prinz Abdul Hakam bei dem Schmiedeprozess half. Gemeinsam hielten sie ein Stück Metall und Abdulrahman zeigte Abdul Hakam, wie man das Metall in Form schlug. Er ist nicht gerade das, wofür ich ihn bezahle, aber trotzdem eine Form von Dienstleistung. Der ist erst 3. Wie würden wir reagieren? Ist immer unser Sohn, ne? Bescheiden, tapfer, geduldig. Ja, ich glaube, wir würden ihn gewähren lassen. Schön, dass Abdulrahman dabei hilft, Abdul Hakam besser zu unterstützen. Keine Ahnung. Wir verlieren 50 Prestige und der Kleine wird muskulös im Alter von 3 Jahren schon. Naja. Warum denn nicht? So. Sonst ist es verdächtig ruhig. Wir haben ja auch immer noch diesen Bedrohlichkeitsfaktor. 55 Monate noch. Endlich ist die Rüstung fertiggestellt. Meister Abdulrahman brachte mir eine robuste Kiste, die den Gegenstand enthielt. Meine Hände zittern leicht, als ich den schweren Deckel zur Seite schiebe. Das ist eine ausgezeichnete Rüstung, Meister Abdulrahman. Wir bekommen eine verstärkte Kettenrüstung. Die gucken wir uns mal an. Gibt natürlich bessere Sachen da, aber hat jetzt auch nur einen Moralschaden von 5%. Monatliches Prestige 0,5 ist gut. Kriegskunst 1 mehr und persönliche Kampffertigkeit auch 1 mehr. Oh, wir haben jetzt eine persönliche Kampffertigkeit von 4. Heidewitzka. Wir könnten uns sogar richtig duellieren. Tapfer, Krieger, brillanter Stratege und verstärkte Kettenrüstung. Sehr schön. So, da haben wir ein bisschen Geld rausgehauen. So, ich schreibe euch bringe schockierende Nachricht. Scheich Fadrik von Kunka hat versucht, mich zu beseitigen, um zu verhindern, dass ich seinen Planetdecke Anspruch auf Emirat von Toledo.
Castilla auch noch. Und ein Katholik. Ihn unverzüglich melden. Und jetzt müssten wir auch die Möglichkeit haben, ihn einzukerkern, ne? Da sind ja einige. Wo ist er? Können wir ihn einkerkern? 53%. Wenn wir scheitern, könnte er uns den Krieg erklären und einen anderen Hof fliehen. Der hat nur diese eine Provinz und das geht gar nicht. Und er ist zum Ofen des Grafen Joffrey geflohen. Und wo ist der denn? Okay, aber wir werden kommen. Das soll nicht vergessen werden. Können wir denn ihm den Titel entziehen? Oh, er ist gar nicht mehr da. Scheich Lup von Kunka ist 14. Er ist einfach abgehauen und hat seinem Bengel das überreicht. 22% Verschwörungsstärke. Okay. Wir müssen im Auge behalten. Kleinen Intriganten. Ich verstehe sowieso nicht, dass wir hier noch Katholiken haben. Wir haben noch die Möglichkeit, alle loszuwerden. Ich weiß noch gar nicht, ob es hier irgendwie die Möglichkeit gibt. Über den Religionsreiter vielleicht. Sieht eigentlich gut aus. Jetzt sind natürlich viele im Knast. Salamanca. Das können ja, wenn hier nur diese... Ah, hier ist noch einer. Scheich Oveco von Astorga. Den kann ich nicht so eines weiter einkerkern, weil Abdallah der Dritte ist sein... Lehnsherr. Können wir den töten? Lohnt sich auch nicht. Was haben wir denn noch hier für Möglichkeiten? Das ist unser Sohn. Hier ist die Biscaya mit Sultan Lope. Auch hier Scheixa Beatrice von Najera. Auch nicht drum. Aber ansonsten hält es sich in Grenzen. Das ist ja jetzt noch nicht so lange in unserem Besitz. Sollte also glatt gehen, dass da in Zukunft was passieren wird. So, meine Gattin Farah ist schwanger. Ja, noch mehr Kinder. Super. Nachdem ich ein paar Tage lang nur Dinge getan hatte, die ich gerne tue, jagen, lesen, Freunde besuchen, erscheint das Leben nicht mehr so grau wie zuvor. So, wir sind auch nicht mehr depressiv. Ui. Alter, geht's dann doch noch bergauf. Sehr schön. Was haben wir eigentlich für einen Fokus? Der Jagdfokus. Okay. Aber ich denke mal, jetzt im Alter von 50, da wird er sich auf die Familie stürzen. Er hat eine Menge erreicht. Ah, bis zum 23. Juli 1204 können wir nicht ändern. Den hatte ich aber anscheinend erst geändert. So, der weiße Hirsch. Seit kurzem verbreitet sich unter Bauern und Reisenden das Gerücht, dass ein seltsames, mystisches Tier in eurem Reich gesichtet wurde. Da senden wir mal die Jäger aus. Wir könnten vielleicht noch Sevilla was gönnen. Mallorca ist Typhus ausgebrochen. Oh, hier sind schon die Blattern. Das ist schlecht. Aber wir haben ja unser Krankenhaus. Und dann ist es wieder Zeit. Und wir erinnern uns,
dass wir das Krankenhaus weiter ausbauen sollten. Der hat die Bauaufsicht in Cadiz. Nein, du sollst nicht Bauaufsicht in Cadiz machen. Du machst Bauaufsicht hier in Sevilla, damit das Krankenhaus schneller ausgebaut ist. Schauen wir mal, bleiben wir mal auf dem Krankheitsschirm hier. Damit wir das besser unter Kontrolle haben. Und so, was macht eigentlich unser Erbe? Hat auf jeden Fall schon reichlich Kinder und Nachfahren. Auch Edwards. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Ist auf jeden Fall eher schon gestresst. Und das ist unser Enkel. Wird von seinem Sohn auch erzogen. Also von unserem Sohn erzogen. Das ist gut. Was sagt unser Rat? Passt das auch alles so weit? Können wir denn irgendwelche Gesetze ändern? Vizeherrscher würden. Vasallenlimit minus 5. Können wir uns sogar erlauben. Wir haben nur 2 Unterstützer. Wir müssten Man von Almonte und Abdul Aziz kaufen. Was hätten wir eigentlich für Titel zu vergeben? Andalusien? Nee, Andalusien ist zu groß. Das geben wir definitiv nicht ab. Aragon könnten wir abgeben. Als Block gegen die Franzosen. Kastilien ist winzig. Das könnten wir beispielsweise unserem Sohn geben. Ja, doch, das macht Sinn. Das machen wir auf alle Fälle noch. So. Bürger, das sind 2 Bürgermeister. Man und Abdul Aziz. Man und Abdul Aziz. Gefallen kaufen, 117. Möchte er nicht. Okay, das ist schlecht. Großvezier Abdul Aziz. Den können wir kaufen. Warten wir noch. So. Der steht da natürlich jetzt noch nicht drin. Ach, Scheich Mann von... Wir sind einmal ein Scheich und einmal ein Bürgermeister. Alles klar. Mensch, diese Namen hier. Diese arabischen... Das war der Berater und da ist der Hofspitzel. 176. Ja, was muss, das muss, ne? So, das haben wir. Dann werden wir jetzt diese beiden kaufen. Wir hoffen, dass die keinen anderen den Gefallen schulden. Forderung Rat für Unterstützung. Unterstützung. So, es dürfte eigentlich reichen. Und dann haben wir 4 Unterstützer. Okay. Jetzt wird das Gesetz wohl angenommen. Oder ist schon angenommen? Ach nee, das ist noch nicht. Da oben läuft es noch. Abstimmung. So, Vasallenlimit ist natürlich jetzt weniger geworden. Und wir können ein bisschen hier was machen. Aber zumindest unserem Sohn geben wir noch das Vizekönigreich. So. Verleiht die Vizeherrscherwürde. Und zwar
über Castille. So. Niedrige Titel einschließen. So, verleiht Sultanat von Kastilien als Vizeherrscher Würde und alle dazugehörenden Titel an Prinz Edfunds. Erhöht er durch seine Meinung um 40 Jahre. Wenn Prinz Edfunds stirbt, fällt der Titel an euch zurück. Dekadenzverlust durch Verleihung an, ja, 0%. Dieses verringert euer Ansehen bei euren Herzogs- und Königsvasallen um -2. Ist mir vollkommen egal. Senden. So. Der ist dann Vizekönig. Müssen wir mal schauen, ob wir noch irgendeinen Vizekönig ernennen können. Andalusien, wie gesagt, nicht. Aragon. Wer würde denn da in Frage kommen? Er definitiv nicht. Er würde natürlich ordentlich links kriegen. Ne? Das stimmt. Aber wen haben wir hier noch? Emir Galusa der Weise. Der hat uns doch auch den Dings empfohlen, ne? Ist aber ein Berber. Kommt nicht in Frage. Dann halten wir da schon mal nix. Sultanat Portugal ist nur ein nominell. Könnten wir auch eigentlich vernichten. Galizien ist hier oben nur die Ecke. Der sitzt im Knast wahrscheinlich bei uns, ja. Da haben wir hier noch einen. Der will auch in Frage kommen. Und da, aber die sind jetzt alle nicht so die Bringer, ne? Und Leon haben wir noch. Leon ist natürlich auch so ein Mika-Ding, ne? Da haben wir nur den Volltrottel hier, der damit eh nichts anzufangen weiß. Ja, nee, dann bleibt das in der Familie. Haben wir nur unseren Sohn zum Vizekönig gemacht. Ja. Hm. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Was könnte ich ihm denn verleihen? Das ist die Republik, das ist mir schon klar. Ach, das ist nur das Sultanat. Nee, das gibt es natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wenn man einen Königstitel an so eine Handelsrepublik gibt, was da noch raus wird. Na, guck mal die Blattern. Selbst bei uns sind die Blattern. Hoffen wir, dass wir uns verschonen. Okay, Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.